Installation und Performance sind die Schwerpunkte, mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe. Meine Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept von Körper, Raum und freiem Bewegungsraum. Meine Arbeit ist interdisziplinär und divers. Das geht zurück auf meinen akademischen Hintergrund, als ich Theater studiert und auf der Bühne getanzt und performt habe. Ich setze meinen Körper als Kommunikationsmittel für eine Idee ein, mit der ich mich in meinem künstlerischen Arbeit beschäftige. In jedem künstlerischen Projekt sind andere Menschen, Ort, Zeit und Erfahrung. Am liebsten mag ich, wenn ich in der Gruppe arbeite, denn ich sehe den Austausch und die unterschiedlichsten Perspektiven, was das Kunstwerk bereichert und es von anderen unterscheidet. Das Theater ist ein kollektives Schaffen und das beeinflusst meine Gedanken. Meine Arbeit und das Konzept, das ich über die Performance entwickelt habe, überschneidet sich deutlich mit dem Tanz. Er ist wie ein Klang, den wir hören und analysieren und über unseren Körper in Bewegungen und Schritten übersetzen. Ich habe diese beiden Elemente mit in der bildenden Kunst genommen und sie als Medium genutzt, damit ich mit dem Publikum kommunizieren kann. Performance ist für mich ein Erlebnis und Leidenschaft. Ich setze den Körper als Instrument im Raum ein, um einen Dialog zwischen Körper und Betrachter herzustellen und eine Beziehung zwischen mehreren Elementen zu schaffen. Dazu gehört auch die Beziehung zwischen der Wahrnehmung und dem Körper als Skulpturmasse in diesem raumlichen Kontext. Lustigerweise würde ich oft gefragt, warum ich immer noch in Saarbrücken bin. Das Leben hat mich vor 5 Jahren im Saarland gebracht. Jetzt bin ich sehr glücklich, hier zu sein. Meiner Meinung nach kann man hier und überall Kunst produzieren und machen. So finde ich hier ein passendes Umfeld für mich, um mich auf meine künstlerische Arbeit zu konzentrieren. Ausgehend von meinem kulturellen Hintergrund integriere ich in die Bewegungsabfolgen traditionelle Praktiken. Ich erforsche so die Wahrnehmung und Wirkungen dieser Form auf ein vom westlichen Sehgewohnheiten geprägtes Publikum. Nach meiner persönlichen Einschätzung kann ein Kunstwerk verschiedene Elemente, Menschen sowie Kulturen zusammenbringen und somit eine gemischte Gruppe entstehen lassen.